Hallo und herzlich willkommen zu WoT Live mit dem Silverland, dem Muhu. Hallo. Und ihr seht schon, gerade eben eingetroffen, der M4 A3 E8 Fury, den ich ja durch den super Videocontest da gewonnen habe. Da habe ich ja den 8. Platz gemacht und der Silverland hat ihn ebenfalls. Und ihr seht ihn hier schon, das brandneue Fury Model in HD. Ganz besonders cool finde ich hier unten die Gasmaske. Ja, die ist klasse. Mit dem deutschen Helm. Aufgefallen. Ja, ansonsten, ihr seht schon, alles hier wirklich in HD, ja, mit ganz vielen Details und die kleinen Helme da von der Besatzung und hinten die Kisten. Also, das ist mit Abstand das beeindruckendste HD-Modell, was ich bisher gesehen habe. Der hier ist auch ein bisschen anders als der normale Easy 8, allein schon durch die zwei Maschinengewehre da oben, aber auch von den Werten her ist er ein wenig anders und wir können mal ganz kurz die Zeit nutzen, die beiden Panzer zu vergleichen. Also wie gesagt, der Fury, den ihr derzeit gerade im Premium Shop kaufen könnt, den gibt es ab 30 Euro mit 4200 Gold. Ich habe den halt ohne Gold bekommen durch den Contest, Silver hat ihn mit Gold bekommen und ja, er ist ein Stufe 6 Premium. Kein angepasstes Matchmaking, das heißt, wir sehen Stufe 8 Gefechte. Das ist also nicht anders als beim normalen Easy 8. Ansonsten 750 Hitpoints, genau wie auch der normale Easy 8. Er ist hier allerdings ein wenig schwerer. Wargaming begründet das durch diese Holzdinger an der Seite, dass der ein bisschen schwerer ist. Diese Holzdinger sind übrigens kein Spaced Armor, das ist ganz wichtig zu wissen. Ja, die sind einfach nur da, um den schwerer zu machen. Ja, ganz super. Ansonsten Engine Power ist ja auch ein bisschen zurück, liegt ein bisschen hinter dem aufgebohrten Easy 8 mit dem Top-Motor drin. Ja, Traverse Speed, er dreht sich ein bisschen schneller, ist aber vom Top-Speed her ein bisschen langsamer, aber insgesamt nimmt er sich nicht viel. Ja, die 7 km/h, auf die kann man getrost verzichten. Ja, ansonsten hat sich hier ein kleines Detail noch verändert, das ist ganz wichtig. Und zwar hat der alte Easy 8 hier oben die Kanonenblende, diese Spaced Armor, dahinter nochmal ein bisschen Panzerung, das entfällt. Das wird auch später, wenn der hier überarbeitet wird in HD, wird das ebenfalls entfallen. Das bedeutet, der Fury hat hier rechts und links neben der Kanone echt nur 63 Spaced Armor. Dahinter kommen noch die Köpfe der Besatzung. Ansonsten bin ich jetzt eigentlich richtig drauf gespannt, den Fury endlich mal ins Feld zu führen. Einen Premium Sherman, eins meiner absoluten Lieblings-Stahl-Koloss-Geschöpfe. Und ihr seid live dabei. Bis gleich. Und da sind wir auch schon auf Ruinberg on Fire mit unserem Fury. Wo ist der Silverlane? Da hinter mir. Huhu. Hallo. Ja, dann testen wir die Möhre doch mal. Im Moment sitzt da meine Pettencrew drin. Die hat lustigerweise noch keine Lampe, aber Brothers in Arms. Deswegen beläuft sich die Reloadzeit von unserer M1-Kanone auf 2,78 Sekunden. Ja, Kanone, wie ihr seht, 115 Damage, 128 Pen ist für Stufe 6 angenehm. Standard für Stufe 8 ein bisschen underpowered, aber das Heck eines IS-3 kann man durchschlagen. Selbst schon ausprobiert, funktioniert einwandfrei. Gut. Dann fahren wir jetzt hier einfach mal ins Dorf, halten uns ein bisschen zurück und führen unseren Fury mal ein bisschen Gassi. Oh, da sind wir aber schon offen. Shit, ich war noch... Hey, ich war noch mit dem Fury beschäftigt. So. Ach so, ich hatte dem Silver ja was versprochen. Hüa! Zwar nicht ganz, aber fast. Und brrr. Genau. Brrr, Fury. Großartig. Ja, wir kennen es nicht. Das große schwarze Pferd aus dem Fernsehen. So, wir halten uns jetzt erstmal ein bisschen zurück und warten erstmal auf unser Team. Und vielleicht auf einer, der da unten Dummheiten macht. Ja, eingebaut, ganz normal. Ich bin hier auf Damage gegangen. Stabilisator, Lüftung und Ansetzer. Man kann hier natürlich auch noch ein bisschen auf Scout fahren, aber das ist nicht so meins. Und da geht schon los. Erstmal am Shuttle abgeprallt. 128 Pen halt, ne? Und der ist angewinkelt. Da kommen wir so schnell nicht durch.
Hey, jetzt. Da hinten geht's. Manchmal. Gut. Naja, immerhin. Wir haben ein bisschen Schaden gemacht. Oh, da kommt ein T21 zu dir. Oh, nicht mit dem Comet anlegen. Nö, das war der Tok. Wer hat denn den blöden Tok hier eingeladen? Huch. So. Wieder ein bisschen zurückhalten. Oh Gott, beide Toks sind hier. Damage Pinatas. Hoffen wir mal, dass sie nicht zurückschießen. Und weg. Oh Gott. Hier stehen eine Menge HP vor unserer Nase. Aber endlich einen Premium Sherman. Das ist ja einer meiner absoluten Lieblingstanks, neben dem Jagdpanther und natürlich dem EN-100 hier im Spiel. Aber endlich gibt es den auch als Premium-Version. Ich bin wirklich sehr gespannt, wie der sich so fahren wird auf den ganzen Maps. Ich werde den auf jeden Fall ein Weilchen austesten. Ihr seht jetzt hier wirklich nur die ersten Eindrücke. Das hier ist übrigens das erste Gefecht. Und es sieht so aus, als ob wir das gewinnen würden. Ich glaube, ich mache mal was Dummes. Na, ich bin natürlich aufgegangen beim dumme Sachen machen. Schade. Er hat doch eine Lampe, fällt mir gerade auf. Gut, habe ich euch Mist erzählt. Ist meine Pattencrew doch ein Tick besser. So, haben wir unseren ersten Kill. Ja, Gun Depression ist nicht so doll, aber das liegt halt einfach daran, dass es ein Sherman ist. Die ist insgesamt nicht so doll. Er ist relativ genau auf mittlere Entfernung. Snipern würde ich damit aber nicht empfehlen. Ah, da fehlt dann auch die Pen. Ja. Ihr seht schon, wenn man einmal falsch erwischt, geht der Schuss ins Leere. Ah, das könnte ich hier eine Weile machen. Zweiter Kill. Er hat uns auch nicht gesehen. Sehr schön. Das Ding ist schon sexy, ne? Oh. Mit dem ganzen Quatsch da dran. Hey, wir haben ihn rausgejagt. Sehr schön. Aber konnten keinen Schaden mehr machen. Schade. Gut, das war das erste Gefecht mit unserem Fury. Und mal sehen, wie wir uns so geschlagen haben. Ja, erste Klasse. Mittlerweile fahren ihn schon ein paar. 41.000 Credits, 2.718 XP und eine Menge Spaß. Das hat wirklich viel Spaß gemacht. Ich bin echt mal gespannt, wie der sich so im reinen Sechsergefechten schlägt. Ja, war ganz lustig und wir sehen uns, denke ich mal, gleich wieder. Oh, guck mal. Das Aufmunitionieren kostet einfach mal gar nichts. Also von den 41.000 können wir wirklich sehr viel mitnehmen. Ja, bin ich mal gespannt, wie das aussieht, wenn wir mal komplett zerstört sind. Bis gleich. Willkommen zurück auf Pearl River. Das ist verwirrend, weil in den Replays steht dann immer Asia Miau. So, Silver hat schon gesagt, es gibt 4 Fury-Pakete derzeit. Ab 30 Euro geht's los, bis hoch 100 Euro, mit zusammen dem Jagdtiger 8.8, warum auch immer. Ja, ihr kriegt dann auch eine Crew dazu, die habe ich leider nicht dazu bekommen. Ich hatte eine 50% Crew drin. Das gilt aber nicht für die Pakete, die ihr kauft. Das war jetzt nur wegen dem Contest. Wer nicht weiß, was ich meine, es gab da so einen Fury-Contest. Da konnte man dann einen Trailer quasi machen für den Fury-Film. Inspired by hieß es. Einfach mal googeln oder einfach auf meinem Kanal gucken unter Specials. Da ist mein Platz 8 Video dabei. Ich habe auch noch so einen lustigen Ferdi-Modellbausatz gewonnen. Der steht hier neben mir, der geht irgendwann demnächst an Silver und dann bastelt er uns das Ding zusammen. Weil der kann das. Ja. Da wird es dann auch ein paar Bilder zu sehen geben. Ganz genau, auf meiner Facebook-Seite. Facebook/Mutality. So. Tja, wir sind hier so ein bisschen allein. Wir lassen die anderen erstmal vor und stoßen dann später dazu. Wir sind ja. Das ist kein offensiver Tank, auch wenn wir so aussehen. Ein Sherman sollte man niemals an vorderster Front
hinstellen, wenn da nicht irgendwie noch ein KV oder sowas in der Nähe ist. Es sei denn, man hat 10 von den Dingern. Und nur ein Tiger gegen sich. Ich bin richtig gespannt. Also, was viele noch nicht mitbekommen haben, es wird ja demnächst PvE-Battles geben in World of Tanks. Offiziell angekündigt ist es noch nicht. Inoffiziell gibt es aber schon ein paar Dinge, die ja, geleakt wurden. Und zwar wird das Ganze wirklich historical sein. Also die Historical Battles, so wie wir sie kennen oder wie sie schon mal im Spiel waren, kommen nicht zurück. Keine Chance. Diese werden umgewandelt in PvE. Da kann man dann halt auch mal einen Tiger gegen Massive T34 fahren. Finde ich sehr gut. Bin ich sehr gespannt, wie sie das umsetzen, und da freue ich mich denn richtig drauf. So, was haben wir denn hier? T34-1. Kommen wir da überhaupt durch mit unseren 128 Pen? Und was ist dahinter? Ein VK. Hey, wir haben 97. Nein, 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 nein! Ihr blockt mich was. Oh. Du kleiner KV. Ja, Russen. Ich folge dir mal unauffällig. In unserer Basis sieht das nicht mehr allzu gut aus. Räumen wir hier die schnell weg und dann schauen wir mal weiter. Ja, ich bin hier ein bisschen hängen geblieben. Mal schräg runterfahren. Das werden irgendwie immer mehr. Ach, komm, Fury, M4, los, mach. Ja, die stehen gleich bei uns in der Basis. Macht nichts, wenn wir dieses Spiel verlieren und wir werden es verlieren, dann werde ich auf jeden Fall noch ein drittes dranhängen. Heute ausnahmsweise mal drei. Zum Wohle des Fury, links von dir ist noch was. Oh, was hast du denn da kassiert? Sturer Emil. Na klar. Nein, Silverlane ist tot. Ja, das war's. Gut. Ich hatte ja prophezeit. Wir gucken uns an, was passiert, wenn wir komplett kaputt sind. Wie viel der Premium uns kostet und noch Plus macht. Mit Premium-Account natürlich. Und ich denke, wir sehen uns gleich wieder. So. Da sind wir zurück. Wir haben 3 zu 15 verloren. Das passiert nicht häufig. Aber gut. Ist doch erstmal wurscht, nennt es Testzweck. Und wir haben, obwohl wir nur 300 Damage gemacht haben, 10.000 Credits plus gemacht. Also, das hier, die 3.310 Auto Repair, gehören ja, dazu und sind das Maximum. Mehr müsst ihr niemals abziehen. Also, das Ding ist wirklich profitabel, zumindest mit einem Premium-Account. Ja, ich denke, wir hängen jetzt ganz zum Schluss noch ein sehr gutes Replay dran. Und bis gleich. Und da sind wir zurück mit dem Fury Tank auf Live Ox zusammen mit dem Silverlane. Hallo. Ja, also das Maschinchen gefällt mir wirklich sehr gut. Immer noch Tier 7. Wir haben heute noch kein einziges Tier 6 Gefecht gesehen. Mal sehen, wie wir uns hier so anstellen werden. Aber finde ich vom Aussehen her bisher den absolut schicksten Premium, den sie jemals ins Spiel gebracht haben. Definitiv, allein die ganzen Details, das ist echt herrlich. Da bin ich echt gespannt, was sie mit dem KV5 machen, wenn der dann irgendwann mal HD werden sollte. Oder mit dem E100. Hui! Aber die ganzen Details hier wird es wahrscheinlich auch nur auf diesem Panzer hier geben, eben weil es hier dieser Filmpanzer ist. Wofür die übrigens einen echten Easy 8 geschrottet haben für den Film. Den haben die richtig kaputt gemacht. Finden einige nicht so toll. Gerade diese Liebhaber für alte Panzer, dass sie für den Film halt diesen Panzer kaputt gemacht haben. Ansonsten, ja, zum Film selbst, der kommt am 01.01.2015 bei uns in die deutschen Kinos. Jetzt heute am 27., also gestern, wenn ihr dieses Video hier seht, dann kam er schon in die englischen Kinos hier bei uns in Europa. In den USA läuft er schon eine Weile. Ja, mit Brad Pitt in der Hauptrolle. Und ja, der Film ist ansonsten wahrscheinlich großer Blödsinn, zumindest amerikanischer Blödsinn, aber für Popcorn-Kino bin ich immer zu haben.
Und es gibt dort einen Original-Tiger zu sehen, und zwar den Bovington-Tiger. Die haben echt einen Tiger aus dem Museum genommen, den einzigen Farbereiten, den es hier im europäischen Raum gibt. Und diesen haben sie dann für den Film verwendet. Also sehr cool, bin ich sehr gespannt. Mal sehen, ob wir da durchkommen. Eher nicht. Kann der pushen? Kann der pushen? Kann der pushen. Ah, ich bin offen. Hm, ich auch. So, jetzt paar Kreise drehen, weil Arti. Ja, auf Arti spricht er nicht allzu gut an. Es ist halt wirklich nur normaler Sherman. Ich flankiere mal, soweit es mir möglich ist. Und wer den Easy 8 mochte, wird dieses Ding hier ebenfalls mögen. Also es ist exakt derselbe Tank. So, wir sind nicht offen, das heißt, die haben keinerlei Support hinten. Das ist gut, also runter da. So. Magst du mir helfen? Bin unterwegs. Guck dir mit dem Rücken zu dir. Vielen Dank. So. Troll gay as well. Ja, es gibt auch schlechte Fury-Spieler, die sich denn nicht benehmen können auf dem Schlachtfeld. Nein! Silverland ist tot. Ja, ich sag ja, Arti mag er nicht. Naja, die Suchschelle vorher war halt schlimmer. Aber gut, ich denke, ich fahre jetzt erstmal nochmal zurück und hole mir den IS. Das hier schaffen die vielleicht. Und ich habe keine Lust, da in so ein TOC 2 zu laufen oder in den Jagdpanther. Ach nee, der Jagdpanther ist da oben. Okay. Ja, es gibt ja noch einen anderen Premium-Sherman. Den gibt es allerdings nicht auf dem US-Server und nicht auf dem EU-Server. Ich glaube nur Asien und Russland. Das ist der A2, wenn ich mich nicht irre. Den hätte ich auch gerne gehabt. Wer ihn mal testen will, kann sich einfach mal irgendeinen Testserver runterladen. Da kann man sich dann das Ding für 5000 Gold oder sowas kaufen. Und dann damit rumfahren auf dem Testserver, sofern ein Battle aufgeht. Gut. Ja, den Silverlane haben wir leider verloren. Auch nur bisher 320 Schaden gemacht. Macht aber gar nichts. Nach diesem Video hier wird es noch richtig tolle Battles mit dem Fury denn in den nächsten Wochen und Monaten geben, denn ich werde den natürlich sehr, sehr oft fahren. Einfach nur, weil es ein Sherman ist. Ich liebe Shermans. So, Mr. Jagdpanther hat keine Lust rauszukommen. Die fahren auch gerade weg, deswegen werden wir da mal ein bisschen nachhaken. Oh, ein Tock, der kann nicht weg. Die mobsen mir gerade alle Kills. Mist, jetzt kriege ich den Jagdbanner nicht mehr auf. Und ich will da jetzt eigentlich auch nicht weiterfahren, sonst kriege ich vielleicht Probleme. Ja, mal gucken. So, den T-37 da drüben habe ich gesehen, ignoriere ich jetzt aber einfach mal kurz. Da kann sich der Crusader drum kümmern. Wenn er es denn schafft. Verdammt, schafft es natürlich nicht. Verdammt, jetzt bin ich noch oben. Nee, das ist nicht gut. Crusader ignoriert ihn halt, ne? Komplett. Naja, super. Unser Arti ist damit gleich hin. T-37 schießt ähnlich schnell, ne? Verdammter Chefi. Auch ein bisschen höher könnten die Schadenszahlen aber schon sein. Hab hier ein paar Low Worlds in letzter Zeit. 115 Durchschnitt, da geht auch weit mehr, aber auch weit weniger.
Bleib stehen, du blöder T-37. Wie schafft er es jedes Mal, einen Hügel zwischen mich und sich zu kriegen? Oder eine eigene Arti? Gut. Dann war ich nur noch alleine gegen einen IS. Der VK hat sich da unten ganz gut geschlagen. Das muss ich lassen. Der hat auch einmal richtig Glück gehabt. Da ist der IS seitlich an seinem Heck gebounced. Also von der Seite drauf geschossen und hat ihn am Heck getroffen. Gut, ihr seht schon, ich lade gerade APCA. Mache ich sonst eher selten. Aber ich will diesen Kill. Oh, und wir bouncen erstmal. Das ist wieder so ein typisches Beispiel. Man legt Gold und... Naja, wäre auch ohne Gold gegangen. Aber wir haben unseren Kill gekriegt. Alles gut. Fury war siegreich. Ach, ein spaßiger Panzer. Der fährt sich einfach gut. Also ein richtig schöner mobiler Medium. Ja. Wir haben jetzt zwei Goldgranaten verschossen, haben immer noch 21.844 XP-Credits plus gemacht, 1035 Schaden. Ja, das war es erstmal mit dem Fury, der erste Einblick, die ersten Impressionen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wir sehen uns demnächst wieder, auch mit Fury. Danke, Silver. Macht's gut. Bis bald, euer Mu. Tschüss.